Herzlich willkommen zurück zu Lightyear Frontier. So, jetzt kann ich mal eben meine Sachen weg. Brauchen wir irgendwas? Muss ich noch was mitnehmen? Also nee, ich hab eigentlich alles. Also ich habe die 8 Kupfererz, die 5 Aluminiumrahmen und die 3. Wo ist denn das? Nee, ich habe 8 Elektronen aus Aluminium. Los. Anscheinend hatte ich da noch 5 von drin. Ich weiß es nicht. Wir können da oben drüber springen, aber kommen wir dann da hoch? Das weiß ich jetzt nicht. Okay, dann wären wir nämlich direkt da. Das ist falsch, glaube ich. Oder? Na, wir kommen ja nicht da. Ne, hier kommen wir nicht hin. Das kann ich dir schon mal so sagen. Der Weg ist scheiße. Ach, ist das hier diese Sackgasse? Ja. Das ist die Sackgasse. Dann geh mal weg. Dann geh doch mal weg da. Aua. Boah, jetzt hat der mich hier zu Schrott gemacht. Oh, 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 oh. Was machst denn du da? Das warst du, du hast gemacht. Ich nenne die Folge Der Epi stolpert ständig. Ja, weil die Der Epi weiß nicht, wie er seine Beine benutzt. Das liegt an diesen Beinen, die du hast. Nein, das liegt daran, weil du mir immer ein Bein stellst. Du kannst nicht mal, ich gehe jetzt hier oben rum. Au. Da links ist noch Gummibär. Bin ich nicht. Doch, den willst du. Gummibären machen dick. Gummibären fliegen hier und dort und überall, bis der Epi aufkommt und eine Rolle vorwärts macht. So, warte mal. Irgendwo mussten wir jetzt hier durch. Wir konnten da nämlich hoch. Aber hier kamst du, glaube ich, nicht hoch, ne? Nein, wir müssen hier entlang. Komm mal mit. Achso, Ah ne, das ist so eine Einsaugpflanze. Aua. Sag nicht, du hast es schon wieder getan. Bleib doch mal stehen. Warte. Wo war denn der Punkt? Hinter dir. Da ist er. Gesaugt. Oh, hier ist doch. Hey, wie bist du denn? Achso, da ist Felsen. Ich wollte kurz sagen. Hey, hier kannst du doch nochmal laufen, oder? Och komm! Ey. Ich bin jetzt vom Baum gelaufen wieder, weil das Ding mir gerade diesen Scheiß macht. Ja, vor allen Dingen muss dieser Kram immer im unpassendsten Moment sein. Don't forget to water your crops today. Otherwise, it'll be a bit tough for them to grow. So. Ja, aber da ist auch noch was zum Einsaugen. Weißt du, wofür wir diese Zapperzweige überhaupt brauchen? Nein, ich sammle sie mal ein. So, der große Moment. Testing, testing. 1, 2, 1, 2. Oh, the signal's much stronger now. Can you hear me properly? My name is Ulf and I live on the planet next door. The big red one. The reason I'm contacting you is, well, I'm in a spot of trouble. Oh. I run botanic experiments on the local flora, but I've run out of supplies. It would be a huge help if you could send some my way, if it's not too much of a bother. I promise I'll make it worth your while. Thank you! Also wir sollen ihm was schicken. Nein! Der will Mürzelöl. Bloß nicht. Er kann alles haben, aber das kann er nicht haben. Boah, kriegst du 500 für. Ist natürlich nicht wenig, ne? Warte mal, die Weizen. Wo willst du denn Weizen herkriegen? Doch, Weizen konntest du kaufen bei dem Dings und auch Pflanzen. Aber wir brauchen mehr Felder. Das ist Mist so. Und also wir brauchen für 10 Sklaven, Weizen, die bewässern. Für 10, so wie dich. Für 10 Weizen nee. Würden wir 1000 bekommen. Was denn? Ich bin den Berg runtergefahren. Aber ich bin sauber gelandet auf den Beinen diesmal. Wenn man 25 Rohlköpfe, ach, ich dachte mal, die heißen Rotköpfe, den geben, kriegen wir 5000. Also im Prinzip ist das hier so ein kleiner Händler. Nee, warte mal. Ja, so ein Händler auch, ne? Ach, ja. Sie macht die letzten zwei.
Er hat nur diese Mürzelöllieferung. Ja, tut mir leid. Also tut mir wirklich leid, Kleiner. Aber das ist was, was wir selber brauchen. Also was ich gerade brauche. Dann könnte ich die Sachen hier zum Beispiel abbauen. Von denen könnte ich die Gebirgsküste dann so toll bereinigen. Da fehlen mir nur das. Da fehlen nur 9 Dinger, brauche ich. Nee, was brauche ich jetzt nochmal, um hier weiterzukommen? Also um das mit der Stichsäge hier, mit dieser Säge hier zu machen. Ja, dafür brauchst du doch das Mürzelöl, hast du gesagt, ne? Ach, Mürzelöl war das? Ja, aber ich brauche das Rotkohlöl. Das Rotkohlöl? Oh Gott, wieso kann man eigentlich nicht... Warte mal, kann man es? Ich gehe wieder. Nee, kann man nicht mehr. Oh, scheiße, jetzt habe ich mir da... Ich dachte, vielleicht kann man eventuell dahin teleportieren, aber leider nicht. Aber cool. Also die Sache hier mit dem Turm. Direkt mal ein Bild gemacht, damit ich ein Coverbild habe. Dauert nur 3 Jahre. Wie sind wir denn jetzt hier reingekommen von hier oben? Nee. Nee. Nee, von da sind wir nicht gekommen. Nee. Nee. Ach so, aber hier konnte ich ganz schnell wieder zurück. Genau, das war's. So. Guck mal, wenn du da oben noch bist, wegen dem Kupfer. War das nicht auf deiner Nähe? Ja, es war auf der Rückseite, da bin ich aber nicht mehr. Ich bin jetzt hier vorne, wo du rüberspringst. Oder? War das... Hallo! Wie so ein Geier rennt der da hin und direkt so bum 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 bum. Ja, du denkst ja nicht, du verbrauchst immer nur alles. Ja, ja. Du willst immer nur haben. Ich hole uns immer die Kohle ran und Aluminium und alles. Aluminium, du bist immer nur am Motzen und am Meckern und überhaupt. So. Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass du die Truhen nicht erweitern kannst, beziehungsweise keine größeren Truhen irgendwie bauen kannst. Ich habe da hinten ein Fass, da müssen wir mal gucken, ob da vielleicht mehr reinpasst, aber glaube ich eher nicht. Das ist wohl auch, um was zu verstauen halt. Ah ja, der ist noch da, ja. Also wenn du nicht bewässerst, wie ich jetzt hier gerade das mitgekriegt habe, dann verdingst das, dann kommt dieses Unkraut. Nee, die haben nur gesagt, dass das dann nicht weiter wächst. Nee. See you. Wieso machst du hier roten Kristallstaub? Weil ich den brauche für meine Verbesserung. Eins, zwei... 3, 4, 5 Dinger kann ich nur machen, so eine Scheiße. Ich mach dir nochmal von dem Öl auch, ne? Wie viel, von dem. Du brauchst dieses Gummi, das Mürzelöl, Mürzelöl, ne? Ich brauch Mürzelöl. Noch, was habe ich gesagt? 7? Nee, warte, 18 brauche ich insgesamt. Ja, hier laufen gerade 6, keine Ahnung, aber wir haben nicht genug Samen. 2 habe ich hier entweder, drin. Entweder müsstest du nochmal los Samen holen. Ich hole erstmal noch von den Rotkopfsamen. Die sind hier oben. So, warte mal. 6 Stück habe ich jetzt insgesamt. Ja, und da sind 6 in der Macher nochmal. Sind dann 12, hätte dann. Hallo, was ist jetzt los? Hä? Wieso darf ich das denn nicht reinmachen, nur weil der Händler gerade wegfliegt? Jetzt habe ich aber, glaube ich, irgendwas weggetan, was ich brauchte. Scheiße. Ach, die Elektronikteile habe ich jetzt weggetan. Och. Jetzt weiß ich auch, wofür ich mir die gemacht habe. Hast du die gekraftet oder was? Ja, ich hatte ja vorhin auch noch welche gemacht, habe mich dann gewundert, warum ich schon welche hatte. Klar, ich hatte die natürlich, weil ich die schon gecraftet hatte dafür. Ach, wie kannst du die machen? Normal da, wo du auch die Rahmen machst.
Ja, aber was brauchen die an Material? Aluminium. Aluminiumstangen, also die normalen Aluminium, halt zwei Stück jeweils und Kupferdraht brauchst du dafür. Jeweils eins. Was natürlich cool wäre, wenn man sich zumindest irgendwie so ein Fass oder sowas hinstellen könnte, weißt du? Wo du dann Wasser hinstellst. Ja, besser als wenn du jetzt gar nichts hast, weißt du? Ich meine, das ist doch Early Access, oder? Also hier bei mir heißt es sogar Test-Version nur. Auf Xbox. Also auf Game Pass. Wir müssen dann wohl mit der Zeit auch das mit dem Ulf machen, ne? Also, dass wir dem auch die Dinger da geben, weil das halt zur Quest gehört. Leider. Weiß ich nicht, ob ich das so lange dann spiele, bis ich da hinkomme. War den da 50 Dinger oder wie viel er haben wollte? Wie viel wollte der? Nee, 5, glaube ich. Ih, der pinkelt auf die Felder. Könntest du auch mal mitmachen? Wo habe ich den Hartholz her? Oder ist Hartholz normales Holz? Nein, das habe ich doch abgebaut. Hast du noch eins davon? Kannst du hier noch eins reinmachen? Warte, ich muss da oben nichts holen. Das ist ja geil, aufnehmen kann ich es, aber selber holen kann ich es nicht. Ja, weil deshalb verstehe ich auch nicht. Du bist schon von meiner Sicht aus bist schon bei dem Level 3 für die Säge. Ich hab den 2 würde ich jetzt machen. Ja, aber das kann nicht sein, deshalb verstehe ich es nicht. Ist aber so. Ja, ich guck nochmal rein jetzt. Die Säge ist das. 180 so. Kilo kannst du hier rein. Ja, genau. Ich habe Level 1. Level 2 habe ich noch nicht. Aber mit Level 1 kannst du auch diese Bäume absägen. Er ist ein bisschen mehr als die Kisten. Nö, die großen Bäume, sagt er immer, da brauche ich eine andere für. Ach so, warte mal. Oder habe ich da... Habe ich das mal probiert, nachdem ich das eben gemacht habe? Wieso ist wieder kein Staub da? Wer hat denn... Nee, da steht Stachelsäge erforderlich. Ja, die muss ja auch ausrüsten. Ist doch logisch. Ach so, nee. Hä? Der hätte ich doch gerade noch drin. Hast du mir schon wieder meinen Staub hier weg? Oder? Du hast doch gemacht jetzt. Oh, da war Bernstein drin. Unfassbar, die Frau. Fällt nicht zu. Hä, wieso hab ich farbloses Glas aufgesammelt? Keine Ahnung, das war auf jeden Fall weg, deswegen habe ich ein neues gemacht. Ja, das hatte ich jetzt im Inventar. Wahrscheinlich bin ich dahergelaufen oder es lag in dem Schuppen. Weil ich habe eben im Schuppen was gemacht. Das meinst ist du, auch dass der das auf die andere Seite rüber? Ja, der wirft auch diese Flaschen durch die Gegend. Die liegen auch manchmal dahinter. Also, das haben sie irgendwie blöd gemacht. Ich weiß auch immer noch nicht, warum man den Schuppen überhaupt unbedingt bauen musste. Oh, hier ist gerade irgendwas Rotes rausgekommen. Weil das schöner aussieht, wenn da ein Schuppen ist wahrscheinlich. Ja, wo hier ist gerade was Rotes rausgekommen. Ja, ja, warte, das muss ich... Ja, das ist auch so doof. Das liegt dann da so komisch rum. Warte mal, ist das roter Kristallstaub? Ja. Ja. Dann habe ich da doch was von abbekommen. Warte mal, wie kann ich das denn... Kannst fallen lassen. Auswählen. Zack. Achso, fallen lassen, ja. So. Ich kann es nicht nehmen. Super. Doch, hast du doch schon. Jetzt. 8. Okay, dann habe ich hätte ich genug dafür, aber ich brauche unbedingt...
Oh Mann, ey, was ist mit den Kisten, ey? Das ist so schlimm, ey. Ey, so lange dauert der doch nicht, bis der da eine Minute oder was hat. Wieso haben wir das eigentlich? Ach so, wegen dem. Was ist ein Chromaisöl schon wieder? Oh Gott. Muss ich mir mal aufschreiben. Chromaisöl. Fraktalit. Wieso habe ich jetzt Gummibärenöl aufgenommen? Hilfe. Hilfe, warum stehe ich hier in der Ecke? Kannst du mal noch mal ein bisschen gießen hier hinten, das Feld? Ja, die sind doch alle total dunkel. Naja, weil es hier dunkel ist. Nee, weil ich hier Licht drauf habe, dann ist es ja normalerweise hell. Aber hier sieht alles nass aus, so. Ja, ich glaube, es regnet gerade, deshalb ist es nass. Ja, das hört sich so an, aber ich sehe keinen Regen. Ja, da steht doch oben Nacht und Regen. Steht doch da. Ach so. Wir müssen wohl aufpassen, aber wir wollten ja eh raus. Weil am Tag 24, wir haben jetzt 21, ne, kommen die Unkrautsamen. Denk dran. Oh. Also in 2 Tagen, das heißt, wir gehen aber ja jetzt vorher raus. Good morning, Sleepyhead. Let's do some exploring today. Nee, wir konnten ja nicht schlafen. Alter, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach so raus, ey. Das ist nein, warte, noch nicht. Oh, warte mal, wir können ja noch einsaugen. Lass uns die vorher einsaugen. Moment. Ja, dass da nichts. Ah, da oben sind die Dinger. Die muss ich noch da reinmachen. Welche? Die roten, das sind doch die, die ich brauche, oder? Nee, warte, hier, das ist Mürzel. Ach, die roten, das sind die von dir. Ja, ich mache hier nochmal Mürzel rein, warte mal. Oder? Das sind doch die von dir, die roten, ne? Ne, die roten sind meine, aber da brauche ich auch noch welche von. Aber das ist auch alles mehr hier drin, ne? Au, aua. Lass mich doch mal um dich rumlaufen, Mann, statt mir mal gegenzulaufen. Stech dich ab. Oh, das ist der Sauger, mit dem kann ich dich nicht abstechen. So, nehmen wir da mal noch welche von. Hä? Pflanze 100 Samen. Oh. Nee, das ist Rotkohl. Ja, diesen Rotkopf. Nee. Rohlkopf, so heißt man. Ja, da ist ja fast gar nichts von mir drin. Das brauche ich, diesen Rohlkopf. Was ist denn hier? Ach so, die Vorstufe von denen oder was? Na, ich kann die hier. Kannst du hier mal neben dir gleich das Ende noch machen? Ich hole mal neues Wasser kurz. Ja, aber ich gehe dann jetzt raus. Ja, aber ich wollte die zumindest einmal bewässern, weil sonst vergessen wir das, wenn wir wieder reinkommen. Ja, das wird ja eh wahrscheinlich weiterlaufen, weil es ja aus ist. Ja, eben genau deswegen. Dann haben wir es einmal bewässert und müssen nicht mal dran denken, wenn wir dann reinkommen. Darum geht es mir. Ich meine, der Nachteil wäre natürlich, wenn wir jetzt die Beete nach hier vorne machen würden. Wenn jetzt so ein Angriff kommt mit diesen komischen Dingern da, wird das wahrscheinlich direkt auf die Beete gehen. Das wird dann nicht hier drin sein, sondern das wird direkt auf die Beete gehen. Mhm. Alter. Der kann auch nicht stehen bleiben, ne? Hast du das hier noch gemacht, den Riss? Ich habe da alles nass das gemacht. Alles nur so vorne nicht, weil da nichts hier gepflanzt ist. Auf dem vorderen Beet. Nur die hintere Reihe anscheinend. Boah, ich habe doch extra den anderen gerade drin gehabt. So, ich sag schon mal tschüss hier, Gameplayerin, ne? Ja, ich muss ja noch hier mal deine raus komischen Kohlköpfe machen. Ja, mach mal du Kohlkopf, selber Kohlkopf. Deine Rotköpfe, Rohlköpfe, och. Mein Gott, was ist das bitte für ein Wort? Können die da nicht etwas Vernünftiges lesen? Ich glaube, das ist ja ein Übersetzungsfehler. Meinst du, es sollte Kohlkopf oder Rotkopf oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mach noch deine letzten Dinger hier. Ah, gut. Aber wir haben schon einiges geschafft. Also was wir jetzt hier gebaut haben, das ist schon
Nur diese ganze scheiß Arbeit hier mit dem. Nee, ich will die nicht wegsaugen, ich will die bewässern. Hallo? Diese ganze scheiß Arbeit hier mit den Dingern. Also, ich weiß nicht, in jedem Spiel oder in fast jedem Spiel ist das nicht so schlimm, wenn du so, weißt du, wenn du nicht bewässerst, passiert halt nichts, ganz blöd gesagt. Weißt du? Mhm. Aber hier ist es ja richtig krass. Also, wenn du sagst, die gehen dann kaputt, das ist natürlich selten blöd gemacht. Weil in dem Spiel ist ja nicht das, worauf du dich konzentrierst, sondern alles andere. Dass du halt Rohstoffe suchst, meistens bist du ja komplett irgendwo anders und dann kommt ja plötzlich der neue Tag. Das ist ja auch so blöd gemacht. Mit diesen neuen Tagen immer. Ich meine, ja, ich verstehe, dass da ein neuer Tag kommen muss. Ist auch soweit alles okay. Aber es ist trotzdem, finde ich, irgendwie doof gemacht, dass der dann immer mittendrin kommt und immer genau dann, wenn du es gar nicht gebrauchen kannst. Ja. Das. I bet I can find a buyer for this stuff. So, come dann back whenever you like. Verkauft. Und dann, ja. Wenn ich mir das so angucke, ist schon was Schönes, was wir da hingezaubert haben. Ob wir noch etwas Schönes bauen können, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.